Hallo, wir sind die RTW-Riders. Wir sind in den letzten 4 Jahren 100.000 Kilometer, mehr noch, gefahren und hier sind unsere Tipps. Ich bin die Miri. Ich bin der Tobi. Und wir Wir sind sind die die RTW-Riders. RTW-Riders. Tipp Nummer 1. Ihr seid im Ausland und solltet euch auch so verhalten. Verhaltet euch wie Gäste, dann könnt ihr sicher sein, dass er auf der ganzen Welt herzlich empfangen wird. Versucht euch nicht bei Polizisten, die korrupt sind, mit Geld freizukaufen. In der Regel müsst ihr nichts bezahlen und ihr macht es den nachfolgenden Leuten viel schwieriger, wenn ihr was bezahlt habt. Wir haben noch kein einziges Mal seit 2018 irgendwelche Schmiere gezahlt. Für die Klamotten eignet sich am besten das Zwiebelprinzip. Also die Klamottenschichten, so könnt ihr euch wunderbar so in allen Klimazonen am besten anpassen. Mit meinem Kommunikationssystem vernetzt, da kann ich dem Gubi immer schöne Geschichten erzählen und ihm erklären, wann ich auf Toilette muss oder wenn ich Durst habe und anhalten möchte. Und ich verliere ihn nicht mehr so oft. Nehmt so wenig wie möglich Gepäck mit. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Je nachdem, wo man hinfährt und was man reparieren kann und vielleicht eventuell reparieren muss, braucht man halt dementsprechend Werkzeug, Ersatzteile, Campingausrüstung für kalte und heiße Tage. Aber trotzdem ist immer noch die Devise, möglichst wenig packen, weil mit weniger Gepäck fährt es sich angenehmer Motorrad. Plant nicht zu detailliert eure Reise. Plant das, was wichtig ist, aber lasst den Rest auf euch zukommen. Es können gute Sachen passieren. Falls mal irgendwas schief gehen sollte, es wird auch wieder besser. Also das Beste ist wirklich locker bleiben. Da kommt man durch und normalerweise sind immer ganz viele Leute da, die einem helfen. Und meistens kurze Zeit später kann man schon wieder drüber lachen, über das, was passiert ist. Plant nicht zu viele Kilometer am Tag. Wir machen eigentlich meistens so um die 300 Kilometer, egal ob Offroad oder on the road. Und es ist eigentlich für uns perfekt. Dann haben wir noch was vom Tag. Falls ihr in Gegenden sein solltet, wo es Malaria und Dengue-Fieber gibt, nimmt das bitte ernst. Das ist kein Spaß. Man sollte lange Klamotten tragen und keine kurzen. Es gibt stichdichte Materialien, diese Hose hier zum Beispiel, das gibt es auch als Hemd. Und haltet euch einfach in dieser Zeit vielleicht nicht unbedingt draußen auf, wenn da viele Stechmücken sind. Antimückenmittel hilft natürlich auch. Nehmt euch ein Kopfkissen mit, weil wenn man nicht gut schläft, dann macht das Fahren auch nicht so viel Spaß. Lernt die Basics von euren Motorrädern. Jeder sollte einen Reifen wechseln können. Das ist kein großes Ding und erspart einen Haufen Ärger, wenn man irgendwo stehen bleibt, wo nicht viele Leute sind. Ganz wichtig ist auch die Kette. Es passiert so oft, dass die Leute die Kette zu viel gespannt haben. Macht sie lieber zu locker als zu kurz. Zu locker ist auf Dauer auch nicht gut, aber zu kurz ist ganz, ganz schlimm. Also viele Leute machen sich ihre Wellenlager kaputt oder andere Sachen, weil sie die Kette zu arg gespannt haben. Wenn ihr campen geht, nehmt lieber einen zu warmen Schlafsack mit als einen zu kalten. Aufmachen könnt ihr ihn immer noch, aber frieren in der Nacht, das ist echt übel. Wir sind der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass als Navigationsgerät immer noch ein traditionelles Motorradnavigationsgerät am besten geeignet ist. Und das funktioniert überall auf der Welt und die sind auch sehr detailliert. Ich fahre ihm hinterher.